Wir sehen uns als Familienunternehmen, charakterisiert durch flache Hierarchien, durch einen engen Draht der Unternehmensleitung zum gewerblichen Personal. Die Kommunikation innerhalb des Unternehmens ist einfach und unkompliziert. Offene Türen, Verlässlichkeit und Handschlag. Den Menschen zu sehen und nicht nur die Funktion, das ist uns wichtig. Ein neuer Mitarbeiter, der Teil der Firma Mainka werden möchte, der muss in erster Linie Teamarbeit verstehen. Die Teamarbeit mit meinen Kollegen, wenn ich die in drei Worte beschreibe, wären das zum einen Teamfähigkeit untereinander. Ich verstehe mich sehr gut mit meinen Arbeitskollegen, mit denen man über Jahre zusammenarbeitet. Das Soziale passt einfach. Ich verstehe mich super mit den Leuten, wir sind ein gutes Team und es harmoniert. Spaß an der Arbeit. Es gibt zum Beispiel After-Work-Partys, wo wir uns treffen, zusammen grillen, ein Bierchen trinken und einfach mal miteinander reden. Erfolg auch in Bezug auf Arbeitssicherheit und Qualität am Bau. Man hilft sich gegenseitig und man passt auch gegenseitig aufeinander auf, sodass auch keine Arbeitsunfälle passieren. Wie die Firma Mainka sich um die Leute kümmert, dass sie nie die Mitarbeiter alleine irgendwie im Regen stehen lassen, ist ein gutes Gefühl. Wir sehen uns wie eine Familie. Wir bauen sicher oder gar nicht, da wir als Firma Mainka in der Arbeitsvorbereitung schon überlegen, wie wir die Aufgaben sicher bewältigen können. Wir haben jeden Monat hier Sicherheitsunterweisungen von bestimmten Themen, die halt immer wieder aufgefrischt werden. Sodass auch kein Mitarbeiter zu Schaden kommt beim Ausführen der Leistung. Also ich wüsste jetzt nicht, wo eine andere Baufirma so großen Wert drauf legt, jetzt auf Sicherheit. Ein erfolgreicher Arbeitstag ist für mich, wenn ich zu Hause ankomme und ein unfallfreies Tag erlebt habe. Man hat in der Baubranche sehr abwechslungsreiches Berufsleben. Ich habe zum Beispiel als Praktikantin angefangen und ich habe auch direkt Verantwortung bekommen. Aber es waren auch immer Leute da, die mir geholfen haben. Das heißt, ich war nicht überfordert. Mitarbeiter im Hause Mainka haben die Möglichkeit, sich zu entfalten und deren Ideen einzubringen. Dass man von seinen Polieren oder von seinen Vorgesetzten allgemein geschätzt wird. Wir können überall hingehen, Fragen stellen, Wünsche äußern. Wenn man halt auch Probleme hat oder Verbesserungsvorschläge, dass die auch bereit sind, sich diese anzuhören. Wenn man bei Mainka sich auf dieses ganze Spiel einlässt und wirklich versucht, flexibel zu reagieren, dann ist das eigentlich ideal und die beste Voraussetzung, um auch eine gute Karriere zu machen. Wenn wir nach vorne schauen und unsere Entwicklung weitergehen wollen, dann brauchen wir auch in Zukunft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neben den ganzen Bauaufgaben einfach Interesse daran haben, in einem Familienunternehmen zu arbeiten. Und ich bin optimistisch, dass wir auch weiterhin solche Spitzenkräfte finden werden.